So, und ich glaube, nach dem Brot mir reicht es auch. Oder? Ich muss wieder ein bisschen Zeug in die Hütte bringen. So, wo ist denn die Hütte? Da drüben irgendwo. La, da, 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 da. Na gut, da liegt so schon auf dem Weg, den muss ich einfach noch umsäbeln. Schön. Samen, Samen, Samen. Mehr Samen? Samen. Keine Samen. Keine, 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 keine. Auch nicht. Nein. Nein, 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 nein. Ach, wie ätzend. Komm hier, gib mir Samen. Wie unfair. Ah, okay. Und jetzt habe ich keinen Bock, meinen Samen zu suchen. Darum renne ich jetzt nach Hause. Zuckerrohr ernten kann ich auch noch kurz machen. So. Jetzt kurz ein bisschen Zeug in die Kiste packen. Und dann geht es auch wieder zu unserer Baustelle. String. Ach, ich werde mir kurz ein Bett bauen. Das werde ich noch eben machen. Ich weiß noch nicht, wo ich das hinstelle. Hier ist wahrscheinlich kein Platz. Ich könnte es da unten hinstellen. So, ein Bett. Sehr gut. Das mache ich, glaube ich, auch. Ich werde es austauschen gegen das Schwert hier. Und dann werde ich das einfach mal hier unten hinpflanzen. So. Das sollte hell genug sein, damit keine Gegner kommen. Und Tür zu. Es hakt schon wieder so ekelig, oder? Oh, das ist nur bei mir so. Ach, ich wollte noch Teuch in die Kiste legen. Spinnenauge packen wir weg. Wolle brauchen wir auch nicht mehr. Holz nehmen wir natürlich mit. Kabelstone können wir einmal rauslegen. Wolle weg. Schießpulver weg, Samen weg, Setzling weg, Blume weg, das Fleisch da brauchen wir auch nicht, Zuckerrohr weg, Dustobe Schwert weg, Pfeile weg, Stick nehmen wir mit, den Rest können wir alles mitnehmen. Machen wir erstmal eine Ladung Holz. Yeah. Ja, das hackelt definitiv schon wieder. Ich hoffe mal, dass es gleich besser wird, sonst starte ich eben nochmal neu. Aber jetzt gerade geht's ja wieder. Da ist unsere Baustelle. Das sieht doch schon ganz toll aus. Das ist eine richtige Villa. Hier will jeder wohnen. Zack. So, damit hätten wir den vorderen Bereich. So, tut mir leid, da ist mir gerade ein dummer Fehler unterlaufen. Und zwar war mein Speicherplatz voll. Ja, die Videos, die man aufnimmt mit dem Programm, das ich benutze, also mit Fraps, sind unheimlich groß und mir ist echt gerade der Speicherplatz ausgegangen, ohne dass ich es gemerkt habe. Und Fraps hat kurzzeitig aufgehört aufzunehmen. Ich habe es aber relativ schnell gemerkt, es ist nicht viel passiert. Ich habe nur das gemacht. Ich habe nur die Wand aufgezogen, mehr nicht. Ihr habt nicht viel verpasst. Da mache ich jetzt auch sofort weiter. Ach, und ich habe beschlossen, dass die Decke so hoch sein wird. So, das war's schon. Mehr habe ich nicht gemacht. Keine Sorge, ihr habt nichts Großartiges verpasst. Ich habe auch nichts gesammelt. Dasselbe Zeug wie vorher auch. In der Hütte, also in der Unterkunft, sieht es auch genauso aus wie vorher. Ich habe nicht groß gemacht. Und dann geht es einfach mal weiter. So groß will ich das haben. So. Oder ja, damit könnte ich doch leben. Ja, das ist schön. Dann wollen wir das mal zusammenzimmern. Hep und hep und hep. Und. Es hakelt. Leicht. Jetzt geht's wieder. Doch nicht. Irgendwas stimmt hier gerade nicht mit Minecraft. Ich bitte das zu entschuldigen. Komm schon, lass mich nicht hängen. So. Vielleicht soll ich einfach mal das Texture Pack ausstellen. Vielleicht geht's dann einfacher. Aber dann sieht's wieder so doof aus. Ist das so hoch? Nö, ist genau richtig. Komm, zack, zack, zack. Und zack. Und hopp, zu. Und zu. Und zu. Und zu. Und jetzt noch die Reste. Das ist ja cool. Vielleicht kriegen wir sogar wirklich schon ein bisschen was fertig. Wir haben ja noch einmal eine ganze Menge Holz. Ich
glaube nicht, dass wir jetzt ganz fertig kriegen. Ich schätze mal, das Dach wird unvollständig bleiben, aber sonst könnten wir jetzt tatsächlich. Obwohl, nein, das könnte sogar. Oh, scheiße. Das könnte sogar hinkommen. Ich werde später noch ein paar mehr Fenster reinhauen, aber das ist jetzt erstmal provisorisch. So. Na, ich glaube, das ganz reicht es doch nicht. Wie viel haben wir denn noch übrig? Hm. Das reicht, mal gucken. Lalalala, lalala. Ach, mache ich später weg mit der Axt. Ja, Baufehler passieren, das wird mir noch öfter passieren. Na doch, wir haben noch eine ganze Ladung Holz übrig und ich glaube, wir haben das Dach bald fertig. Hallo? Es ruckelt. Aber ja, wir kriegen das Dach tatsächlich fertig. Cool, dann hätten wir ja erstmal sowas wie eine Unterkunft. Oder sowas ähnliches. Und es wird nicht dunkel, es ist nur dunkel hier drin. Zack. Zack. Dann wollen wir erstmal dafür sorgen, dass hier drin keine Monster spawnen. Noch erstmal ganz provisorisch erstmal ein paar Fackeln ranklatschen. Nein, nicht da. Da. Das wird später schöner gemacht. Aber erstmal nur, damit wir hier halbwegs sicher sind. So. Glas kann ich hier leider noch nicht reinsetzen, weil ich noch keins habe. Aber die Tür würde ich gerne machen. Ich habe zwar gesagt, ich werde die von unten mitnehmen, aber ich glaube, ich mache mir doch einfach eine neue. Ich habe jetzt gar keine Lust, da unten hinzurennen. So. Dann machen wir mal hier noch. Nein. Licht. Da kommt schon der Mond. Doch, es wird tatsächlich dunkel. Wir müssen zurück zur Unterkunft. Da können wir auch das Bett benutzen und endlich unseren neuen Spawnpunkt setzen. Falls wir doch mal krepieren, was mir bestimmt passieren wird bei der bescheuerten Spielweise, die ich hier anwende, sollten wir den Spawnpunkt doch umsetzen. Das wäre schon von Vorteil. Ach, das Bambus. Nee, der Zuckerrohr, so heißt es ja hier, ist gewachsen. Zumindest ein bisschen. Haben wir das dabei zum. Nö. Und wieder wach. Und wir haben wieder Tag und den Spawnpunkt umgesetzt. Sehr schön. Und keine Monster da. Wollte ich irgendwas mitnehmen? Kann ich erstmal hier lassen eigentlich. Den Ofen könnte ich vielleicht mitnehmen. Ich könnte mal vor Ort einen neuen machen. Kohle habe ich dabei, Stein habe ich dabei, da mache ich mal vor Ort einen neuen. Jetzt brauche ich erstmal Sand. Sand, da ist Sand. Sand. Sand, 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 Sand. Sand. Hm? Achso, ja, das Loch. Zack. Geht Gott sei Dank sehr schnell abzubauen. Auf Sand können wir uns nämlich mit... Ah, das war unklug. Ich werde das jetzt erstmal ganz kurz... Moment. Um das Sandabbauen zu erleichtern. Na, ob das reicht? Ja, doch, reicht. So. Und jetzt können wir da ohne lästiges Wasser ran. Das macht doch gleich viel einfacher. Sogar die Höhle haben wir jetzt trocken gelegt. Schön. La 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 la. Das darf ich nicht kaputt haben. Das fällt dann runter und dann kommt hier wieder Wasser drin. Sand, 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 Sand. Das ist mehr als genug. Zack. Und zack, zack. Eisen. Mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Schön. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Aber ich war doch hier vorhin schon mal. Warum habe ich das da nicht gesehen? Aber ich wollte mal die Kombis nachlesen. Vielleicht steht da schon irgendwo, dass ich Eisen übersehen habe. Und hopp. Und hopp. Und wo geht's raus? Hier ging's raus. Oder? Hatte ich mich hier rausgebaut? Nee. Da hatte ich mich rausgebaut, genau.
So, dann werde ich mir jetzt auch mal vor Ort schnell einen. Oder das könnte ich eigentlich auch da machen. Ich glaube, ich werde das Glas einfach hier herstellen. So, genug Sand ist. Ach, genug Kohle haben wir noch da drin. Da muss ich nichts nachfüllen. Sand haben wir jetzt auch mehr als genug. Was braucht man noch für das Haus? Einen Boden brauche ich. Dafür brauche ich mal wieder Holz. Ich hätte gern Holzboden, damit da keine Viecher spawnen. Denn auf Steinen können auch Monster spawnen. Außerdem ist Steinboden nicht so schön, finde ich. Ich will einen Holzboden. Dafür brauche ich Holz. Das hole ich mir jetzt. Widerlästiges Holz sammeln. Ich weiß. Aber so ist Minecraft nun mal. Das werden wir noch öfter sehen. Holz braucht man immer. Immer und überall braucht man Holz. Zumindest hier in Minecraft. Lalalala. Aber wisst ihr, was ich eben machen werde? Ich glaube, ich werde mir kurz eine Schere machen, wenn ich gleich wieder da bin. Ich hoffe mal, ich erinnere mich dran. Da kann ich die Schafe scheren. Da kriege ich auch wieder mehr Wolle. Ich hasse diese Blätter, die machen auch so eklige Geräusche. Obwohl ich glaube, dass ich später irgendwas mit den Blättern machen möchte. Einfach mal so, nur so aus Spaß. Oh, jetzt habe ich doch den Untersten weggehauen. Ich wette, genau bei dem hätte ich es. Ja, da hätte ich es gebraucht. Dann mache ich es eben so. Und die Achse ist kaputt. Schade. Ich